Also ich begrüße das, ich kann es total nachvollziehen. Ich glaube auch in der Kombination mit Rudi Völler, der ja vorher unterschrieben hat, den Vertrag verlängert hat, macht das total Sinn. Und ich glaube, er hat ein Zeichen gesetzt mit der Kaderzusammenstellung vor den letzten beiden Länderspielen. Das ist ja ein Zeichen und das sollte dann auch die Zukunft sein. Und ich finde es richtig, dass er verlängert hat, auf jeden Fall. Steffen, wie siehst du es denn? Du begleitest ja die Nationalmannschaft schon seit vielen Jahren. Das richtige Zeichen, die richtige Entscheidung von Julian? Ich meine, Bayern München ist natürlich nicht uninteressant. Und als Trainer, F ist ja auch hier, hat da gespielt. Ich hatte nur ein Angebot von den größten Vereinen in Deutschland. Wenn du da Trainer werden kannst, dann machst du es eigentlich. Und das ist schon eine Entwicklung, die ist interessant, dass du eben dann eher der deutschen Nationalmannschaft, dem DFB, den Vorzug gibst. Und ich muss aber trotzdem einen kleinen Punkt mit reinnehmen. Er hat jetzt 6 Spiele gemacht. Mhm. Und dann ist für mich auch wichtig, okay, die Entscheidung, Rudi Völler zuerst, dann er, das ist alles sauber. Besser, als man eigentlich vom DFB erwartet. Aber dann zu wissen, Richtung WM, ich hoffe, dass der DFB eine Klausel mit reingesetzt hat. Weil wenn wir in der Vorrunde ausscheiden würden, dann haben wir jemand hier in der Runde, der sofort auch die Schlagzeile bringt, den Bundestrainer bitte zu entlassen. Also das, du, oha. Erstmal kann ich Steffen dazu sagen, es gibt die Klausel. Also der DFB Danke, super. Hat das, finde ich, sehr, sehr gut verhandelt, indem es eben genau eine Möglichkeit gibt, im Falle eines Vorrundenaus, was wir alle nicht hoffen und wonach es ja glücklicherweise derzeit auch nicht aussieht, da dann eine Trennung herbeiführen zu können, die nicht automatisch das Auszahlen von 2 Jahresgehältern betrifft. Also insofern eigentlich aus DFB-Sicht der perfekte Vertrag. Aber was Steffen ja auch andeutet, Bayern ist nicht mehr so ein Magnet, hat nicht mehr so eine Anziehungskraft? Oder ist es, so wie Max Eberl das gestern sagte, ja, der Stachel der Entlassung sitzt noch zu tief? Was ist da deine Deutung? Ich glaube, man muss schon unterscheiden, wie DFB und Bayern München mit Nagelsmann umgegangen sind. Der DFB hat ihm klar gesagt, wir wollen dich, hier ist der Vertrag, alle Details geklärt. Beim FC Bayern war er bis zuletzt einer von mehreren Kandidaten. Er war nicht die Wunschlösung nach Xabi Alonso, sondern er war einer der Kandidaten, mit denen gesprochen wurde. Max Eberl, das ist bekannt, ist ein großer Fan von ihm, aber der FC Bayern ist zumindest jetzt noch nicht nur Max Eberl, sondern da gab es unterschiedliche Meinungen. Und insofern war der Status, zu dem Nagelsmann jetzt signalisiert hat, wir brauchen nicht mehr weiterreden, noch nicht der Status, wo der FC Bayern klar war, wir wollen ihn unbedingt. Mhm. Insofern rede ich auch nicht unbedingt von einer Absage von Nagelsmann, sondern die Gespräche wurden beendet zu einem Zeitpunkt, wo man noch nicht so weit war wie der DFB. Wenn wir jetzt mal so den deutschen Fußball nehmen, ist das, Christian, du hast andere Sorgen gerade, aber trotzdem blickst du über den Tellerrand hinaus. Ist das eine gute Nachricht für die deutsche Fußballnationalmannschaft, für den DFB, dass man diese Personalie jetzt unter Dach und Fach hat? Also ich finde schon. Die Nationalmannschaft sollte von einem der besten Trainer in Deutschland trainiert werden. Und Julian Nagelsmann ist definitiv einer der besten Trainer, die wir in Deutschland haben. Und vor dem Hintergrund denke ich, dass eine sehr, sehr gute Nachricht ist. Und vielleicht mal in Abwägung, was jetzt besser ist, Bayern oder Nationalmannschaft. Also für mich ist die Nationalmannschaft die höchste und die größte Mannschaft, die wir in Deutschland haben. Und das ist aber auch die größte Ehre, diese Mannschaft trainieren zu dürfen. Und am Schluss geht es ja auch nicht nur um Geld, sondern vielleicht auch noch um ein paar andere Dinge. Also das ist ja jetzt wunderbar gelaufen. Das ist ja eben unüblich für den DFB, wenn man die letzten Jahre sieht. Dass du eben es schaffst, vor der EM Rudi Völler als Sportchef, Sportdirektor festzumachen. Er ist der Beste, haben wir gesehen. Er braucht nur ein Spiel, um Frankreich zu schlagen. Da haben andere ewig gebraucht. Und dann kommt eben Julian Nagelsmann auch in die Situation. Der Kopf des Gesamten, der alles organisiert, dass ich in Ruhe arbeiten kann, der ist da. Das ist doch wunderbar. Das ist die Konstellation, wenn wir nachher beim Köln auch beim FC besprechen. Das ist nämlich nie so einfach. Und deshalb glaube ich, dass das grundsätzlich alles positiv ist und ihnen auch die Freiheiten gibt.